Zur Abwechslung ein Versuch mit Regenabweiser. Man soll nichts unversucht lassen. Ich bereite ein Dirty Pour vor mit verschiedenen Blautönen und Regenabweiser. Mal sehen, was das ergibt. Es fängt schon an rauszulaufen. Ganz komisch. Es verhält sich ähnlich wie Alkohol eigentlich. Sehr merkwürdig. Ich verteile das jetzt erstmal, dann melde ich mich wieder. So. Der Moment ist gekommen. Fast nichts in der Tasse zurückgeblieben. Zellen bislang negativ. Es verhält sich merkwürdig dünnflüssig. Es marmoriert mehr. Interessant. Mal sehen, was sich durch Torchen ergibt. Ein oder andere Zelle ist gekommen, aber doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe und erhofft hatte. Deswegen das nächste Bild wieder mit Silikonöl. Schritt 1 bei mir ist, den Cup zunächst einmal mit Silikon richtig von innen einzureiben mit dem Handschuh. Rundherum richtig schön, dass der Becher ringsum fettig und schmierig ist. Dann bleibt nicht so viel Farbe drin, geht nicht so viel Farbe verloren. Oh no. Oh, das sieht ja toll aus. Hey! Ich mache einen schönen Becher aus meinem Paw. Oh. Gut, okay. Jetzt habe ich ihn umsonst von innen. Das ist auch eine tolle Sache. Jetzt habe ich ihn umsonst von innen eingefettet. Aber ich kann hier noch einen nehmen. Den nächsten. Ein Blick in den Becher.
Nun soll dieser Cup auf Reisen gehen. Dazu öffne ich die Löcher, die ihm das Floaten vereinfachen sollen. Uiuiuiuiui. Zellbildung. Aber das ist nicht Level. Die Zellen wollen mir abhauen. Die großen, schönen Diamanten. Unter dem Weiß wird sicherlich noch einiges sich verbergen, was jetzt schon in Form von Luftblasen zu sehen ist. Cells are gorgeous. Komisch, so viel Grün hatte ich gar nicht reingetan. Die meisten Zellen sind grün. Viele Luftlöcher, Luftblasen. Da hat nicht jeder mal zu viel Weiß genommen. Noch mal ein bisschen wegblasen. Hier ist tatsächlich nur Weiß. Also, Silikonöl mit Viskosität 500 ist für mich das Richtige. Die Zellen sind klasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.